Hallo Leute, ich bin's mal wieder mit einem, Autovlog natürlich. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Berlin zum Vortrag von Erik Peters. Also so eine Dia-Show. Wie beim letzten Mal, wo ich in Sachsen in Dresden war, bin ich jetzt diesmal unterwegs ins schöne Berlin. Der Vortrag findet da bei Globetrotter in der Schlossstraße in Steglitz statt. Und die Karte hatte ich mir schon vor einer Weile geholt. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie der Vortrag ist. Erik Peters, habe ich zwar alle DVDs von, habe auch im Internet vieles gelesen von ihm, aber live gesehen habe ich noch nie, weil er, sagen wir mal so, ziemlich selten hier bei uns in der Ecke ist. Und deshalb, ist es noch nicht dazu gekommen. So, Autobahn-Action ist angesagt. Bin jetzt hier auf der A2 und fahre Richtung Berlin. Ist der schnellste und einfachste Weg, dahin zu kommen. Von daher, was soll's. So, jetzt habe ich noch ein paar Kilometer, 8 Kilometer um genau zu sein. Dann bin ich da. Es ist mittlerweile schon dunkel, 17.17 Uhr. Habe ich ausreichend Zeit, mich dann noch umzuschauen und alles. Und ja, ich freue mich. Muss ich mir hier mal fix eine Ecke suchen. Erstmal hier die Schranke, ist ja klar. Ich kann behaupten, dass ich mir vor ein paar Jahren die für mich schönsten Dinge im Leben zu meinem Beruf gemacht habe. Das ist das Motorradfahren und das Reisen. Das Ganze fing vor fast 10 Jahren an. Ich hatte so die Schnauze voll von meinem Beruf und dachte mir, was willst du jetzt noch machen? Ich habe mir damals Zeit genommen. Ich habe mir bei eBay für 1.400 Euro ein altes Motorrad ersteigert, der mir sagte, du kriegst nur noch 2 Wochen am Stück. Habe ich am selben Tag meinen Job quittiert und seitdem ist halt das Reisen und Motorradfahren mein Beruf. Das heißt, ich mache Filme, ich mache Vorträge, ich schreibe für diverse Motorradzeitschriften. Und so hält man sich halt über Wasser und kann den schönen Dingen des Lebens nachgehen. Nach gut 1000 Kilometern kreuz und quer durch Yucatan mache ich mich auf den Weg in den benachbarten Bundesstaat Chiapas. 2 Tage folge ich den Spuren der Maya entlang der Grenzen zu Belize und Guatemala. Die Landschaft wird tropischer und die auf Dauer langweiligen Geraden der Küstentiefebene gehen allmählich in kurvenreiche Traumstraßen. Eine weitere Sache, die in Mexiko noch ziemlich gewöhnungsbedürftig ist, das sind diese Fahrzeuge hier. Wenn man in irgendeinem kleinen, gemütlichen Nest eine Unterkunft bezogen hat und man will die Ruhe genießen in dem Ort und plötzlich fährt so eine Karre hier vor mit so einem Lautsprecher auf dem Dach, da kann ich euch sagen, dann ist der Spaß vorbei. Das ist nämlich in Mexiko die typische Art und Weise, um auf jeden möglichen Scheiß aufmerksam zu machen. Und ich habe während der Reise wirklich die ganze Zeit nur an der Straße gegessen. Ich habe keine Tabletten geschluckt und ich habe nicht ein einziges Mal längere Zeit auf dem Schacht gesessen. Wohingegen andere, die sich ständig die Hände desinfiziert haben und alles Mögliche an Pillen gefuttert haben, die lagen mehrere Tage flach und kamen nicht mehr aus dem Hotel raus. Ich hatte eben was von wegen Lautstärke gesagt. Je nachdem, wen man als Nachbarn hat, geht es hier halt noch viel heftiger zur Sache, als wenn irgend so ein Lautsprechermobil vor der Tür steht. Im eigenen Fahrzeug in die USA einzureisen. Ich hatte wirklich richtigen Bammel. Und dann war halt, wie gesagt, der Tag gekommen. Ich habe hier alles wieder abgerödelt, meine Sachen gepackt. Bin dann zur Grenze gefahren, habe nicht die große Grenze bei Tijuana gewählt, sondern etwas weiter östlich bei Mexicali. Da habe ich die Grenze dann überquert und ich kann euch sagen, wenn man in der Schlange der Wartenden steht, von Mexiko in die USA einreisen und man kommt dann immer näher an den Grenzposten, da rutscht einem wirklich das Herz in die Hose, weil viele Leute sagen, du musst einen Mietvertrag vorzeigen, hatte ich alles dabei. Irgendwie eine Stromabrechnung, die wollen eine feste Bindung zu deiner Heimat sehen. Was hatte ich nicht alles für Unterlagen dabei? Nur damit die halt nicht auf die Idee kommen, ich könnte ja in den USA bleiben wollen. Fragt mich in einem sehr dienstlichen Tonfall, ob ich für die UN unterwegs bin.
da habe ich mir auch gedacht, was sagst du denn jetzt? So ein bisschen doof gegrinst. Dann meinte sie nur so, okay, Sir, you can go. Hat mich durchgewunken, ohne den Ausweis, ohne den Pass zu kontrollieren. Da habe ich mir gedacht, okay, die Gelegenheit ist günstig. Ich habe mir den Reisepass zwischen die Zähne geklemmt und habe Gas gegeben. Nach etwa 200 Metern steht man dann vor dem Schild, das einen in Kalifornien willkommen heißt. Ja, und da fiel es mir dann plötzlich ein, so ein Scheiß, du hast jetzt gar keinen Einreisestempel im Pass. Was ist denn, wenn die dich irgendwie mal kontrollieren zwischendurch oder bei der Ausreise? Ich habe gedacht, oh nee, so kannst du jetzt nicht da reinreisen, das ist ein schlechter Start, das gibt bestimmt einen Heidenärger. Ich habe mein Motorrad hier stehen lassen, bin zu Fuß zurück zur Homeland Security. Und ja, die sagten mir hinterher, den Fall hätten sie auch noch nicht gehabt, dass ein vermeintlich Illegaler zurückkommt, um registriert zu werden. So sind die Deutschen wohl. Nach unserer gemeinsamen Woche ist meine Freundin wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ich checke aus unserer Unterkunft dem Hooters Casino Hotel aus und bin wieder allein unterwegs. Der Casino-Sound dröhnt noch in meinen Ohren, als ich die Zockermetropole hinter mir lasse. Ich reise am Gasgrill und fahre etwa 150 Meilen in Richtung Nordosten. Kurze Zeit später erreiche ich den Bundesstaat Utah. Und eine der schönsten Straßen der ganzen USA, vergesst mal die Route 66, das ist echt Dreck dagegen, ist auf jeden Fall der US Highway 12, der auf spektakuläre Art und Weise hier ein Highlight mit dem anderen verbindet in dieser Region. Und bevor es aber dann soweit ist, muss ich mich natürlich auch erstmal um meinen Esel kümmern. Das Motorrad bedarf natürlich ein bisschen Pflege, das mache ich abends eigentlich gerne, das ist so ein richtiges Ritual geworden, das mit Kette pflegen etc. Erst wenn die Kette geschmiert und gegebenenfalls nachgespannt ist und ich den Sitz wichtiger Schraubverbindungen geprüft habe, schmeiße ich den Kocher an. Da Kaffeezubereitung normalerweise zusätzliches Gepäck bedeuten würde, trinke ich meinen Kaffee auf Reisen gerne ungefiltert. Was die Verpflegung angeht, so versäume ich es manchmal, rechtzeitig frische Lebensmittel einzukaufen. Und so muss ich mich das ein oder andere Mal mit Feinkost aus der Dose begnügen. Jedenfalls war es jetzt ziemlich deprimierend, ausgerechnet die letzten Meter der Reise mit dem Linienbus zu fahren, den die Kanadier nur spöttisch den Loser Cruiser nennen. Vielleicht habe ich es auch deswegen ein bisschen überzogen. Es war wirklich toll. Wie gesagt, ich berichte gerne von der nächsten Reise, aber das war halt nicht die letzte Reise, sondern es geht bei mir übernächste Woche schon wieder weiter. Übernächste Woche werde ich mein Motorrad nach Südostasien verfliegen, werde dann knapp 6 Monate Thailand, Laos. So, 22.07 Uhr. Der Vortrag ist zu Ende. War eine super Sache, war echt geil. Toll, einfach nur toll. Erik, wenn du das mal siehst, super Arbeit. Hat mir riesen Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und alle anderen Zuschauer, schön, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid. Ein Kommentar wäre immer toll, freue ich mich drüber. Ja, das war's erstmal wieder von mir. Bis neulich.